erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Hallo, liebe Genossinnen und Genossen. Ich bin sehr froh, dass ich heute hier bin und die Gruppe von, also Gruppe Brot und Rosen vertreten kann. Also in München, hoffentlich bald auch in Berlin und anderen Städten. Nach 1994 gibt es wieder eine Dynamik von Frauenstreik in Deutschland, was wir alle begrüßen. Und dieser Frauenstreik vor 25 Jahren hatte bestimmte Forderungen. Ich werde ein paar von diesen Forderungen nur einfach aufzählen und nicht also lange darüber reden. Diese Frauen haben gegen Abbau der Sozialleistungen, gegen die wachsende Armut, gegen die sehr interessant, ich werde immer wieder interessant benutzen, gegen die Unterbringung der geflüchteten Frauen im Lager, gegen prekäre Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen, für gleiche Lohn und gleiche Arbeit und viele andere Forderungen gekämpft. Und das Interessante ist, dass immer alle diese Forderungen noch aktuell sind und keine von diesen Forderungen erfüllt worden sind. Und die Situation der Frauen hat sich nicht verbessert in Deutschland, sondern, würde ich sagen, verschlimmert, indem dass Millionen von Frauen heutzutage von Hartz IV betroffen sind. Hochschwangere, geflüchtete Frauen werden abgeschoben. In Bayern ist der Fall. Ich weiß nicht, ob in Berlin auch das der Fall ist. Lesbische Frauen, geflüchtete Frauen in Bayern. Ich kenne ein konkretes Fall, von Frauenhaus abgeholt wurde und nach Kosovo abgeschoben wurde. Kurdische, also migrantische Frauenorganisationen sind kriminalisiert worden. Ein Beispiel davon, also nur diese weiß ich, YPJ, kurdische Frauenorganisation. Solidarität mit Palästina wird kriminalisiert, sogar unter linke Gruppierungen und viele andere Themen. Daher ist es klar, dass Frauen hier wütend sind und es ist legitim, dass nur eine neue Dynamik vor Frauenstreik in Deutschland auch endlich angekommen ist. Diese unerfüllte Forderungen zeigen, dass wir keine Vorstellung haben, dass Frauen Befreiung ein lineares Prozess ist und wir Stück für Stück immer mehr Rechte erreichen und alle Frauen damit einschließen können. Und das heißt, dass diese sich wiederholende Forderungen, Forderungen und Kämpfen, die Kontinuität der Kämpfe der Unterdrückten zeigt, wie verfault dieses System ist und keine Lösung für uns in diesem System für Erfüllung dieser Forderungen existiert. Ein Beispiel davon ist Frauenwahlrecht, das vor 100 Jahren in Deutschland erkämpft wurde und dieses Jahr vor vielen Frauen in Deutschland gefeiert wurde, ohne darauf beachten, dass Millionen von Frauen in Deutschland von diesem Recht ausgeschlossen sind, migrantischen und geflüchtete Frauen. Das sollte eine zentrale Forderung, ich glaube, für Frauenstreik in Deutschland sein. Was ist dieser Frauenstreik? Aber ich finde das als eine Antwort auf die Institutionalisierung und versuchen als Vermittler zwischen Unterdrückten und Staat die Problematiken individualistisch lösen. Ich habe eine reale Erfahrung mit NGOs gehabt, als wir als Geflüchtete in Bayern gekämpft haben für unsere demokratischen Rechte. Und wir waren bereit, alles zu machen, um unsere demokratischen Rechte durchzuführen. Sie haben aber Einfluss auf unsere Kämpfe gemacht. Sie haben die Avantgarde unserer Kämpfe in ihre Struktur reingebracht, indem sie jetzt also Busse organisieren und diese Menschen, die bereit waren,
alles zu machen, um ihre Rechte zu kämpfen. Wir hatten nichts zu verlieren. Wir waren bereit, alles zu machen. Wir wussten, entweder werden wir abgeschoben oder werden wir im Lager unter unmenschlichen Bedingungen einfach psychisch fertig werden. Sie haben geschafft, Avantgarde von unseren Kämpfen in ihren NGOs einstellen und sie fahren jetzt mit Bussen zu Lagern und teilen Informationen und also neue Gesetze mit anderen Geflüchteten. Ja, diese reale Erfahrung sollen wir ernst nehmen. Das Motto in 70er Jahren in Deutschland vor Frauenbewegung war Private ist politisch und ich bin der Meinung, dass NGOs geschafft haben, Politische ins Private umwandeln. Und jetzt ist unsere Aufgabe, dass wir wieder private Politik politisch machen und Frauenstreik ist dafür geeignet. Ja, danke. Warum haben Frauen Streik als ihr Mittel ausgewählt und sogar internationale Frauenstreik, weil heutzutage Frauen die Hälfte der Arbeiterinnenklasse ausmachen und Streik war immer der Mittel der Arbeiterinnenklasse und das ist wieder auch zu begrüßen. Also wir müssen die Situation sehr, ich glaube, optimistisch sehen. Wir haben die Kraft und Möglichkeit, viele zu ändern. Ja, nach dem Dings bin ich ein bisschen nervös geworden. Ja, denn die Hälfte der Arbeiterinnenklasse weiblich ist, sondern das Gesicht der Prekarisierung auch weiblich ist. Und das ist sehr wichtig zu betonen. Unsere Aufgabe sollte, ich glaube, bei Frauenstreik das sein, dass wir Reproduktions- und Produktions- in der Verbindung miteinander sehen, denn den Kapitalismus und Patriarchat miteinander verbunden sind und wir sollen gegen beiden gleichzeitig kämpfen. Und dafür müssen wir uns selbst organisieren, unabhängig von Staat und ihren Parteien und ihren Institutionen. Und Brot und Rosen ist ein Beispiel davon. Ja. Was Brot und Rosen ist, hat Tabea kurz erwähnt. Und ich wollte auf unserem Manifest hier, wie viele Minuten ich Zeit habe? Ja. Hier haben wir Manifest, das von unseren Genossinnen in Argentinien und anderen Ländern gemeinsam geschrieben wurde. Und hier gibt es bestimmt also das Programm für unsere Gruppe. Ich denke, dass keine Gruppe ohne Programm funktionieren kann. Deswegen ist sehr wichtig, dass wir ein Programm haben. Und natürlich, wir müssen versuchen, das in Bezug auf Deutschland weiterentwickeln und bestimmten Themen auch weiter erfüllen sollen. Das ist unsere nächste Aufgabe, denke ich. Wir haben hier, ich werde ein paar Sachen von unserem Manifest hier kurz erwähnen. Das ist jetzt alles durcheinander. Ja, also wir haben hier geschrieben, dass wir Kampf vor ein Ende, ich muss das finden, das ist jetzt. Ja, dass wir in ersten Reihen der Kämpfe von demokratischen Rechten und Freiheit für bessere Möglichkeiten, mögliche Lebensbedingungen in diesem System begleiten wollen. Das heißt nicht, dass wir an Reform in diesem System glauben, aber wir sind der Meinung, dass bestimmte die Reformen, die zu besseren Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen der Unterdrückten und Ausgebeuteten führen, müssen wir begleiten. Kampf gegen Gewalt
und Feminizide an Frauen, Recht auf Abtreibung, also kostenlose, sichere und legale Abtreibung, dazu auch 24 Stunden Kindergarten ist auch eine Forderung für uns. Kampf gegen rassistische Unterdrückung und Diskriminierung der migrantischen und geflüchteten Frauen ist ein sehr wichtiger Teil für uns. Und egal, also sei es auf dem Arbeitsmarkt, sei es an der Uni, sei es in der Schule, denn wir besonders Geflüchteten von vielen von diesen Rechten ausgeschlossen sind. Und ich denke, der eine revolutionäre Feminismus muss besonders Aufmerksamkeit auf den unterdrücksten Teil der Klasse legen sollte. Denn diejenige, trotz gesagt, diejenige, die am meisten am Alten leiden, haben die größte Kraft, vor Neue zu kämpfen. Wir haben bestimmte Kämpfe in Bayern geführt gegen neue Polizeiaufgabegesetz, davon wieder auch in erster Linie Migrantinnen und Geflüchteten und Muslimen betroffen sind, gegen PKHG, psychisch kranke Hilfegesetz, der davon wieder auch Frauen und Migrantinnen und Geflüchtete betroffen sind. Wir haben viele Forderungen hier. Ich werde nicht alles hier aufzählen. Wenn ihr Interesse habt, haben wir unser Manifest dabei. Ich werde kurz nur über unsere Gruppen in München erzählen, wie wir die Gruppe gegründet haben. Wir haben gemerkt, dass unsere selbstorganisierte Frauenorganisation eine Notwendigkeit ist. Das ist kein, also es geht uns nicht darum, dass wir Lust auf Feminismus haben, dass wir Interesse daran haben, sondern wir sehen diese Notwendigkeit. Und es hat dazu geführt, dass wir extra von marxistischer Jugend uns selbst organisieren, und wir haben geschafft, bei die Kämpfe gegen Polizeiaufgabegesetz auch Avantgarde von Schülerinnen gewinnen können. Und sie haben in kurzer Zeit geschafft, ihre Zeitung herstellen, über Sexismus in der Schule, über andere Problematiken in der Schule schreiben. Und das motiviert mich, dass die nächste Generation sich so früh politisiert hat. Und das gibt mir Kraft. Wir haben, wie Taber gesagt, in unserer Gruppe Schülerinnen, Studentinnen sehr wenig. Das ist auch Widerspruch in unserer Gruppe. Aber vielleicht die Situation in Bayern ist ziemlich schwierig. Aber ich werde nicht jetzt anklagen. Wir versuchen es. Wir schaffen es mit Schülerinnen. Nächstes Jahr an der Uni werden wir die Gruppe aufbauen. Wir haben Arbeiterinnen, also nicht in vielen Sektoren, momentan nur im Krankenhaus. Zwei Genossinnen von uns arbeiten als Krankenpflegerin und Hebammerin. Ich würde das auch in mit in benutzen. Ich weiß nicht, warum er am Ende höre ist. Und wir versuchen, unser Ziel ist in erster Linie Frauenkommission in diesen Orten, wo wir sind, aufbauen. Das ist der erste Schritt für uns. Ich bin der Meinung, wenn wir in Zukunft erfolgreiche Frauenstreik und Frauenbewegung haben, ist sehr wichtig, dass wir in den Orten, wo wir sind, in erster Linie Komiteen von Frauen aufbauen, in der die Frauen Möglichkeit haben, miteinander über ihre Probleme sprechen und gemeinsam sich organisieren können. Das ist das, der erste Linie unserer Politik in München. Und also es ist sehr schwierig, ich habe keinen Platz, selber Politik zu machen. Ich bin in keinen, nirgendwo in Orten, in denen ich Politik machen kann, denn ich kein Recht auf Arbeit und Uni habe momentan. Aber, okay. Aber ich versuche es, es ist auch schwierig in Lagen, also in geflüchteten Lagen reingehen, da gibt es Security, bestimmte Mechanismen, aber ich versuche auch mit geflüchteten Frauen in Kontakt treten und hoffentlich können wir mehr werden. Vielen Dank für diesen... Applaus.